Hallo, liebe Leute. Ich spreche diesmal als normale Person zu euch und nicht als irgendeine Persona wie Bottom Reaper. Es geht darum, dass wir gemerkt haben, dass unsere Views ein wenig zurückgehen, beziehungsweise ein wenig stark. Und ich habe mit anderen YouTubern gesprochen, auch noch mit YouTubern, die ich aus der Zeit von Bottom Reaper 89 kenne, die schon 20, 30.000 Abonnenten haben. Und deren Views sind auch sehr stark zurückgegangen. Woran liegt das? Ganz einfach, YouTube hat mal wieder die x-milliardste Änderung gemacht, die wir alle unbedingt brauchten. Yep, wir konnten nicht ohne diese Änderung leben und die hat YouTube viel übersichtlicher gemacht. Ja. Und zwar, die Änderung ist folgende: Falls ihr hier drauf guckt, habt ihr, wie ihr sehen könnt, dieser Kanal hat 5 Leute abonniert. Das ist ja nicht der Account, auf dem wir normalerweise unterwegs sind als Einzelperson und Privatperson. Aber trotzdem wurden uns nicht alle Sachen angezeigt, die angezeigt werden können. Das heißt, ihr müsst folgende Sache auswählen. Hier bei Ansicht ist normalerweise Highlights angeklickt. Keine Sau weiß, was Highlights ist. Das ist komplett fiktiv und an nichts Reellem angehangen, sage ich mal. Also der Uploader kann nicht entscheiden, ob sein Video zu Highlights gezählt wird oder nicht. Deswegen klickt auf alles und klickt dann nur auf Uploads anzeigen, weil sonst angezeigt wird, wenn jemand irgendwas kommentiert oder wenn bei mir ein Kreis umfällt. Also macht das für eure Einstellung. Das geht, wie gesagt, nicht nur für unseren Kanal, sondern für alle Kanäle. Denn ich habe zum Beispiel Julians Blog hier drauf abonniert, einfach nur, weil es lustig ist zu sehen, wie ein Assi sich für Gott hält. Und naja, was passiert dann? Man sieht nicht das meiste von dem, was er uploadet. Das ist halt irgendwie bescheuert. Das heißt also, falls es bei euch angeklickt ist und ihr euch beschwert habt, dass in den letzten 2, 3 Wochen nichts mehr von uns kam an Content, dann stimmt das nicht ganz. Es kam sehr viel an Content, aber habt ihr wahrscheinlich einfach nur verpasst, weil diese blöde, nutzlose Option angeklickt war, die keine Sau braucht. Also einfach, ja, anklicken und genießt den Content, den ihr wahrscheinlich verpasst habt. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat euch irgendwie geholfen und ich hoffe, ihr macht das auch. Macht das einfach. Das war's, mehr kann ich dazu nicht sagen. Genießt den Content, den ihr verpasst habt. Bis dann. Ciao, ciao.